Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge Doom. Part 31 müssten wir mittlerweile erreicht haben und sind schon wieder in der Hölle und haben den Auftrag, das Ding in den Brunnen zu werfen. Und um das Ding in den Brunnen zu werfen, müssen wir irgendwie drei Seelen zur Ruhe beten. Und ja, die suchen wir jetzt gerade. Und da unten ist, glaube ich, Endboss-Time, ne? Da so. Aber schauen wir mal, wie weit wir heute kommen, ne? So, zack, zack, ab. Ich weiß gar nicht mehr, wo wir waren. Wir sind, glaube ich, von irgendwo oben gekommen und wir gehen jetzt einfach mal hier lang. Ah ja, hier kann ich mich noch ein bisschen dran erinnern. So. Guck mal, hier bin ich jetzt eigentlich direkt. Ach, guck mal, da kann man ja... Das ist ja geil. Da sieht man jetzt die Marsstation, oder? Da so im Himmel. Das ist doch hier unsere Marsstation, die sich sogar mitdreht. Das ist ja wieder komisch, wa? Aber so ist das halt. So ist das halt. So, ist da nicht der erste Geist? Man weiß es nicht. Ich hüpfe da mal runter, wa? Bin eigentlich voll aufgeladen. Die Action kann eigentlich voll abgehen. Ja, was ist los hier? Das ist jetzt die Hölle, oder was? Ah, da könnte ein Geist sein. Oder ein Quad-Damage. Jetzt geht's los, oder? Mal gucken, wo es hier hingeht. Da kommen wir wieder nach ganz vorne. Warum rennen die denn so? Oh, das war ja ganz schlecht. Kommt noch einer? Aua, was ist denn hier schon wieder? Ey, manchmal hängt man halt so blöde fest. Das finde ich voll nervig. Langsam mal entscheiden, wo ich hier hin will. Oh. Gucken, wo es hier hingeht. Geht's da hoch? Kann ich doch bestimmt mal hier gerade. Genau. Zack. Wow. Ah, der erwischt mich nochmal. So, die Kleinen treten mal wieder weg. Oder auch nicht. Doch, machen wir von hinten. So, da ist ja noch so einer. Den. Huch, wo ist er hin? Lol, der. Ach, meine Granate, die ich gerade gesprochen habe. Noch einer. So. Ach komm, ach hier Kamikaze-Schweine. Es war mir so klar, dass ich es wiederhole, wenn ich es nicht mehr brauche. Habe ich damit jetzt irgendeine Seele angebetet? Nee, ne? Habe ich nicht gemacht.
glaube, das Spiel ist auch langsam. Also, wir werden sicherlich nochmal sterben, ne? Wenn ich das jetzt wieder sage, dann werden der Längster kackt trotzdem ab, obwohl er findet, das ist zu leicht. Aber es, ich habe das Gefühl, es wird langsam zu leicht, wenn man wirklich alles hat. Kann ich da irgendwie. Schon so aus, ne? Aber das sieht auch so aus, als komme ich da gleich zurück. Aber die Tür ist gar nicht auf. Hat hier jemand einen Schalter gesehen? Nee, oder? Auch nicht. Gucken wir mal, was hier ist. Hier ist ein Schalter. Den kann ich aber nicht betätigen. Ich soll eigentlich irgendwo anders hin. So. Sieht auch nach einem geheimeren Bereich aus, aber. Ja, wen denn? Mich? Wer denn wen jetzt hier? Hä? Jetzt musst du hier mal klare Ansagen machen. Aber ich glaube, ich soll jemanden töten, ne? Ja, nu? Warum kann ich jetzt hier hin? Warum kann man denn hier hin? Hallo? Ist das jetzt die Stelle, die ich da vorhin gesehen habe? Weiß ich nicht. Gibt's doch irgendwas. Ist doch. Vielleicht muss nachher hier nochmal her, ne? Das ist irgendwie der Rückweg dann oder so. Ah, ich habe keine Ahnung. So, alles echt komisch hier. So, sonst waren wir jetzt erstmal überall, ha? Dann jetzt wieder hier hoch in der Mitte. Ich muss sagen, ich bin ein bisschen enttäuscht, dass der Schalter da unten schon betätigt war. Ich habe gehofft, das wäre der für die Tür. Aha. Sieht ja aus wie ein riesengroßes Alien. Einmal vorher ein Bild, oder? Trotz Bildschirmeinblendung und einmal nachher. So. Jetzt geht wahrscheinlich erst die Post ab, oder? Ich hätte das Quattro damit fliegen lassen sollen. Okay. Jetzt geht die Post ab, ich sag's euch. Hallo? Hallo? Das wird jetzt nicht vorgelesen, oder was? Zwar gab es bisher noch keine bestätigten Sichtungen dieser Kreaturen, aber wir wissen viel über sie, da sie von den Dämonen verehrt und in allen erforschten Gebieten der Hölle mehrfach erwähnt werden. Laut Aufzeichnungen, die im Kadingir-Heiligtum gefunden wurden, sind die Geister Elementarwesen, die im Reich Argent Dnur leben. Eine Welt, die während des ersten Zeitalters des Aufstiegs besiedelt wurde. Die Geister wurden von den Bewohnern von Agent Dnur als Götter verehrt und von ihren mächtigsten Kriegern geschützt.
den Nachtwächtern. Punkt. Man geht davon aus, dass ihnen eine mächtige Energie verliehen wurde. Dann gehen wir davon mal aus. Gewisse Informationen wurden zwar direkt an Arjen Denur gefunden, die meisten inzwischen bekannten Details haben wir allerdings von entschlüsselten Tafeln und aus Aufzeichnungen gewonnen. Limitierte Datenfernbeschaffung und Informationen, die durch die Entschlüsselung der Korax-Tafeln gesammelt wurden, deuten darauf hin, dass dieses Gebiet die korrumpierten Ruinen eines verlorenen Reiches ist. Eine Welt, die vollständig erobert und von der Höllendimension verschlungen wurde. Die Schlacht, die hier geschlagen wurde, war von erheblicher Bedeutung, da sich die Ausbreitung der Höllenherrschaft nach Einnahme der Region signifikant beschleunigte. Die Höllenenergie tritt durch einen dimensionalen Riss aus und erscheint auf den Mars als der Argenbruch. Aus den Korax-Tafeln. Alles fällt vor den Scharen der Hölle, denn unsere Macht ist absolut, unser Marsch zum Sieg unabwendbar. Unsere Armeen unterjochten selbst den Elementargeistern von Agent Denur. In diesem bedeutenden Triumph wurden die Nachtwächter, Bewahrer der Geister und von einem der ihrer verraten. Und sie klagten erbärmlich, während wir ihre Welt verschlangen und den Brunnen für unsere Zwecke eroberten. Niemand stellt sich uns entgegen, denn wir wecken den Verrat, der tief in allen Dingen schlummert. Ja. Jetzt bin ich nur immer noch nicht ganz. Ach, guck mal, jetzt ist der Kopter offen. Ah, dann gehen wir da nochmal schnell rüber, oder? Ich guck nochmal, ob ich hier was einsammeln kann. Geht aber nicht. Und jetzt kommt auch keine Welle mehr. Ich hätte jetzt gedacht, jetzt geht's nochmal richtig los gleich. Ja, nochmal so richtig Popo-Klatsche. Muss ich sogar lang, guck mal. Na gut. Er darf sie nicht befreien. Das sieht aber auch nach einer netten Arena aus, wa? Hüpfen wir mal rein und gucken wir mal, was hier abgeht. Hallo. Habe ich dich jetzt zu schnell getötet? Sag doch mal deinen Freunden Bescheid, dass ich da bin, Mensch. Hier ist ja gar nichts los. Jetzt. Oh, immer noch nicht. Ein Zauber. Aber Mensch, jetzt hör mal. Was machen wir hier? So, genau. Piss dich mal. So, verschaffen wir mal einen Überblick. Gehen wir mal hoch, ne, wie wir es eigentlich immer machen. Da höre ich irgendwas ziemlich Großes. Was mache ich denn? Was mache ich?
Na, das war wieder zu einfach jetzt mal. Ach, guck mal. Dabei wollte ich mir doch die Munition holen. Schade. Aua. Aua. Ist doch noch so ein Dicker irgendwo? Da oben. So, jetzt haben wir eigentlich nur noch Kleen. Ne, da höre ich noch irgendwas Großes. Da drüben. Okay. Ach, das machen wir jetzt auch mit der Instant. Oh, geht nicht. Ich hab mich noch nicht entschlossen, wie ich den Dicken killen will. Machen wir es mal ganz öde. Das war etwas leichtsinnig. Von wegen öde. Ne? Ich stelle mich mal mit einem stationären Geschütz hin und dann mache ich sie alle ganz leicht weg. Dass der mich dann one-hittet, das vergessen wir dann. Ach man, das war ja wieder die typisch längste Aktion. Jetzt müssen wir das noch einmal machen. Befreien. War's, oder? Nee. Null. So. Lol, sterb. Lol, sterb. Lol. Wegen so Aktion sterbe ich immer. Oh, lol, das verstehe ich nicht. Der hat doch... Warum habe ich denn jetzt keinen Luftangriff gemacht? Der ist doch getaumelt, oder nicht? Täusche ich mich da? Diesmal wirkt das alles noch ein wenig kontrollierter. Oh, ich hab doch Heilung eingesammelt. Mann,
kaum, sage ich ja, es wirkt ja etwas kontrollierter. Was hat mich denn da jetzt so platt gemacht? Was war denn das? Ich hatte doch eigentlich noch 100 Health, oder nicht, ne? Ach, Menschenskinder. Nicht befreien. So, jetzt kommt gleich wieder die Stelle, wo es ein bisschen härter wird, wo man es nicht übertreiben sollte. Er ist tot oder was? Shit. Shit. Na, lol, war das schlecht. Das war ja richtig übel. Oh, puh. Dumm. Oh, jetzt kommen diese ganzen blöden Scheißviecher. Oh Gott, das
jetzt hänge ich hier fest. So, jetzt haben wir mal Schluss mit lustig hier. Dürfte es doch jetzt aber mal langsam gewesen sein, wa? Haben wir es jetzt? Komm schon. War doch jetzt gar nicht schlecht. Okay. Ich glaube, diese Arena ist erledigt. So, guck mal hier. 16 Waffenpunkte haben wir schon wieder. Wir müssen hier mal alles jetzt verbaseln, was wir noch haben. Hier, komm, Explosivschuss, hau rein. Nehmen wir alles mit. Da haben wir alles, da haben wir alles. Da haben wir auch alles. Hier, mobile Lafette, komm, hau rein. Was auch immer wir damit machen. Hier fehlt ohne 1, 5. Ah, hier, scheiß Fernzündung, Raketenwerfer brauche ich nicht. So, aber die Karte brauche ich nochmal kurz und hier hinten können wir jetzt doch nochmal gucken. In der Ecke war ich dann doch noch nicht. Gibt's auch nichts. Da hinten ist ein Mannequin. Da hinten könnte was sein, aber ich wüsste jetzt nicht, wie man dann da hinkommt. Ist halt wieder so ein Totenschädel, aber der wird sich diesmal nicht öffnen, denke ich mal. Sonst haben wir hier eine riesen Wand. Komm ich nicht drüber, unüberwindbar. Nee. Oh nein, bitte nein. Ja, ich muss da, nein. Ja, da muss ich, nein. Kicken Sie doch mal. Und da gibt es wahrscheinlich einen Zugang von der anderen Seite aus, oder? Ach so, genau, da hoch müssen wir mal jetzt. Dann, och, warum greift er denn? Also seitdem ich mein Schnellgreifding da habe, habe ich das Gefühl, greift er schlechter. Also das ist wirklich merkwürdig. Ah, diesmal kriege ich ganz schön viel Zeug. Das könnte bedeuten, dass ich gleich irgendwie ganz viel bekämpfen muss. Guck mal, ich habe noch 10 Minuten. Schaffen wir den dritten noch? Dann hätten wir wenigstens so ein cooles Zwischenziel. Ach, guck mal, der geht tatsächlich wieder auf. Sehr schön. Ich glaube, keine Gegner. Moment, hier war doch ein Mannequin. Genau. Komm schon da dran. Ah, hier. Ah, das sieht man aber wirklich schlecht. Also. Jetzt nimm das doch mal. Achso, ich muss. Ja. Drückt er als eine Taste, um das Ding aufzuheben, ne? Und dann nimmt er das halt so komisch, also so automatisch, so ohne, dass ich was drücken muss. Ab in den grünen Schlund.
Komm, schnell. Dritte Arena ist bestimmt gleich da. Da könnte man jetzt dran vorbeilaufen. Drum drücken wir den jetzt mal schnell. Ich höre rechts was. Das könnte bedeuten, jetzt war es aber links. Vielleicht war es ja trotzdem diese Tür. War aber jetzt komisch zu orten dann der Sound. Ne? Also erst habe ich rechts richtig gehört und dann war es aber doch eher wieder ein Stück links. Das heißt, ich war schon wieder nicht guter Dinge, dass das stimmt. Das ist wieder ein cooler Eingang hier. Das gefällt mir wieder. Das sieht schick aus. Okay, dritte Arena. Na komm, dann machen wir die noch schnell, in der Hoffnung, dass ich jetzt nicht hier wieder zigmal sterbe. Hui. Hier gibt es auf jeden Fall einen Quad Damage. Wow, was ist denn hier los? Wow, mach mal, mach mal. Warum seid ihr denn so? Nee, ich will das Ding noch nicht. Jetzt geh ich mal schnell. Auf die Suche. Jetzt ist mein ganzes Schild schon wieder weg. Ah, jetzt gehe ich nicht mehr auf die Suche. Ja, was ist denn los hier? Also manchmal sterben die echt komisch. Ach komm. Einen Schuss hätte ich dann noch. Ist, glaube ich, ganz okay dafür, dass wir jetzt hier im dritten Raum sind. Ich glaube, ich spiele hier schon wieder zu viel rum. Warte irgendwie auf Gegner, die ich nicht warten sollte. Ich wollte eigentlich wissen, ob ich hier noch irgendwo eine Big Fucking Gun Munition finde. Das wäre nämlich ganz nice. Und warum kann ich denn da noch weiter höher oder was? Nee. Also nochmal Heilung nehme ich mal mit. So, das ist nur das vom Eingang. Gut. Shit. Oh shit. Scheiße. Ach, Menno, ich hab euch viel zu spät gesehen. Ja, reiß es mir halt raus. Alles klar. Ja, du bist der Chef. Ich verstehe das schon. Ich übersteuere schon wieder. Tut mir leid. Och komm, ich hab den Raum doch eigentlich ganz gut im Griff gehabt.
hier reingehen, kommen wir da raus. Oh. Oh. Das ist doch aber auch schon wieder hier. Was ist denn das hier? Wieder mein ganzes Schild verloren, weil ich einmal Mist gebaut habe wieder. So. Wenn ich hier wieder reingehe, bin ich wieder da oben. Alles klar. Ach, guck mal, ich komme auch so darüber. Ja, nein. Das wäre es ja gewesen. So, haut mal ab, ihr ganzen kleinen Scheißviecher. So, die müssen wir weg. Ich meine, die stören nicht wirklich, aber wenn es dann halt zu viele werden, dann nerven sie halt doch. Und dann ziehen sie dir hier mal was ab, da mal was ab, ne? Treffen dich da mit ihrem scheiß Range Attack. So, pflück ich die jetzt doch mal langsam raus. Hab's ja relativ häufig immer nur ignoriert. Dann treffen sie mich schon wieder. Immer mal so ein bisschen abziehen. So, jetzt kommt langsam die nächste Welle, ne? Oder? Ja, wo... Das ist eine Scheiße. Wow.
nein, ist das jetzt echt die Lava auf dem Boden gewesen oder was? Scheiße. Komm, einmal probieren wir es noch und dann ist der Part vorbei. Aber scheiße, ey, ich war doch fast durch. Was habe ich denn da jetzt wieder scheiße gemacht? Ist das ärgerlich. So, diesmal bin ich ein bisschen konzentrierter, aber das bin ich wahrscheinlich schon die ganze Zeit, ne? Ich rede eigentlich viel zu wenig in den Kämpfen gerade, aber ich muss mich hier tatsächlich ein bisschen anstrengen jetzt. Weil irgendwie versau es ja doch immer. Zu schnell gedreht. So. Gibt es nicht eigentlich irgendwo mal ein Schild? Da ist ein bisschen Schild. Das müsste zwar doch hier. Achso, hier ist ja wieder diese scheiß Lava, ne? Gibt es da wirklich Aua? Nee, da gibt es kein Aua. Das war nicht die Lava. Oder ich stand gerade nicht richtig drin, aber ich würde ja sagen, ich stand richtig drin. So, Runde 2, ne? Die Minigun ist leer. Das ist ja doof. Oh, ein bisschen Schild finde ich super. Oh, shit. Shit. Okay, der ist auch tot. Nein! Ah, ich versau's. Ich komm nicht dran. Ja, dann lassen wir es hier jetzt ausklingen, ne? Und schon wieder habe ich übersteuert. Es tut mir leid. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ja.
Na, leider. Naja, doch, war schon erfolgreich, oder? Wir haben ja zwei Geister haben wir angebetet, ne? Und ob das eigentlich gebettet heißen soll, dass man die Geister zur Ruhe betten soll und nicht anbeten soll, aber da steht beten, oder habe ich das falsch gelesen? Muss man die betten? Weiß ich jetzt auch nicht. Naja, es hat nicht sollen sein. Geht dann weiter beim nächsten Mal. Ich danke euch fürs Zuschauen. Bye bye, euer Langstar.